Das hat ja eh keiner für mich da oben. Na, wie dem Yoshi zum Sieg hier, ganz einfach. Wenn die nicht einfach da mal hochlaufen würden. Wenn die wirklich mal einfach nur hochlaufen würden und wieder durch den Warp einfach nur dahin kommen würden. Und einfach mal ein paar Runden drehen würden und nicht einfach so viel Glück mit dem scheiß Würfel haben. Mit Zig F, natürlich mit Zig F. Boah, sonst. Und wir die nächste Beförderung. Es lief von Anfang an nicht gut. Es war wirklich von Anfang an nicht gut. Kann ich ein Lied drüber singen? Ich bin echt letzter. Ich werde auch, glaube ich, hier letzter bleiben. Jetzt kriegen wir noch den Ruhetag hier, komm. Es läuft ja alles gegen mich hier gerade. Gib sie nicht geil, gib das teuerste Ladenfeld. Komm, warum auf dem Ruhefeld? Nein, natürlich zum Rummel. Gibt ja zwei Rummelfelder. Was haben wir denn da? Geld! An Börse, natürlich an Börse. 150 an Börse. Das ist meine erste Niederlage in diesem Spiel überhaupt. Das ist echt so, meine erste Niederlage. Also so schlecht, ne, lief es für mich noch nie. Buchstäblich. Aber da ging ja echt alles schief. Was nur schief laufen konnte. Keine Läden am Anfang, kein Bezirk. Irgendwann konnte ich den Bezirk da oben und da kommt doch keiner dran vorbei. Ich hoffe, dass da irgendwann nur mal einer langläuft. Damit es sich überhaupt noch gelohnt hat, da überhaupt noch was zu machen. Komm, Yoshi, komm! Du kriegst jetzt auch gleich die nächste Beförderung. Na gut, muss dann nachher wieder blechen und tot. So, Bird und ich sind irgendwie die Zahler hier und die anderen Kassierer. Ist echt so. So habe ich gerade das Gefühl hier. Bird hat 4000 Bargeld. Gib mal 4000 rüber. Weil so viel hat der Yoshi Vorsprung und der Doppelte von mir. Ah, naja, nicht ganz. Aber da sieht man, wer der am Anfang die Läden nicht hat, der geht unter. Ich bin das beste Beispiel hier gerade. So, komm, holen wir den Laden auch noch hier aus. Komplett. Bleiben wir noch 7 Aktien übrig. Es ist da jeder Laden 1000 Dinger wert. Da muss nur einer mal in die Warp-Rohre echt rein.
Aber es kommt dann nie einer rein, das ist es ja. Also die Bezirke da oben rechts auf keinen Fall, da kommt ja kaum einer hin. Leider. Die kommen ja nicht einmal dahin. Der Druck kam einmal dahin, wie sieht's denn? Der Rest doch gar nicht. Komm, ich will da jetzt langsam mal echt raus. Ich bleib da unten. Guckt euch an, wie lange ich hier oben bleibe jetzt. So, komm, wohin bist du? Ach, der Land ist auch noch nicht ausgebaut. War ich auch bei 170 jetzt fertig. Muss die Aktien, die werden jetzt auch gleich verkauft werden hier, ja. Eine 3. Die kommen einfach nicht da hoch und das ist mein Untergang. Das ist ganz klar mein Untergang hier. Komm, Yoshi, komm, hol dir die 15.000 und mach Feierabend hier. Ja, lieber, ich auch lieber 100, anstatt in diese blöde Röhre zu gehen. 2, 4, 5, ey, die könnte ich alle in die Röhre stecken. Eine 1, wow. Komm, Karte auf das teuerste Feld. Das hat einfach das Treiber, das mag man so an die Box. Haben wir denn eine 4? Was ist denn so für ein Symbol? Kreuz. Hab ich doch schon. Ja, toll. Was will ich denn hier noch ausbauen? Was will ich? Ich hab noch 74. 94. Damit komme ich noch mal sicher zur Bank. Ja, Yoshi gewinnt das Ding jetzt hier. Der gewinnt das Ding jetzt. Nee! Die freiwillig nach oben! Naja, drehen kann ich eh nichts mehr. der Zug ist abgefahren. Ich will noch leider zweiter oder dritter werden. Ein Augenzwinkern noch davonkommen hier. Jetzt brauche ich noch so das Peak und dann komme ich an die Peak. Weiß er, da ist er leider vorbei. Ja, und er baut wieder aus. Ja. Tausend. Ja, kauf jetzt woanders wieder die Achsen, wo er sie nicht mehr braucht. Okay, doch. Kauft er doch da Aktien. So, Börde, jetzt aber. Das meine ich damit. Die kommen sofort wieder weg. So ein Glück haben die. Ganz ehrlich. Was kann ich denn da eigentlich für bieten?
Okay. Also, jetzt versuche ich was komplett anderes. Zu wenig. Laden wieder verkaufen. Yes! Yes, 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 Mann! Mir ist zu viel, ja. Das war klar. Ich hab nur den Laden hier. Oh, schlecht. Kann ich nicht. Kann ich noch nie verkaufen. Aber du willst den Laden nicht haben, dann würfel ich jetzt ganz normal. Gott mir, okay. Warum mache ich das eigentlich? Wollt ihr den Preis hochtreiben, wenn ich? Das war ein Fehler, ich wollte gar nicht noch einen Laden haben.